Einen schönen guten Morgen und hallo, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-TV-Sonderradar am 24. Februar. Und wir wollen uns dem Markt wieder gleich widmen. Und zwar heute, wie Sie schon anhand der Headline entnehmen, dem Euro gegenüber dem britischen Pfund, der sich hier, ja, unlängst natürlich auch Euro begründet in einem klaren Abwärtszug befindet, aber auch hier noch zusätzlichen Druck erhält, da das britische Pfund dann doch noch eine gewisse relative Stärke aufweist, die sich hier in diesem Cross-Rate-Pair ganz klar kennzeichnet. Wir sehen hier zunächst mal diesen großen Wochenchart rechts unten, der uns hier erstmal eindrucksvoll zeigt. Von der Euphorie, die wir hier in den Jahren 2008, 2009 gesehen haben, ist nichts mehr übrig geblieben. Wir haben hier übergeordnete schwerwiegenden Abwärtstrend, der das Währungspaar auch natürlich unlängst hier weiter belastete, gerade seit Beginn 2015 oder mit dem Beginn in das Handelsjahr 2015 wurde hier eine signifikante Unterstützung nach unten gebrochen. Und das können wir gerne mal hier symbolisieren, nämlich hier der Bereich knapp über 0,7750 ist nunmehr eine Widerstandszone, war aber eben auch hier zuletzt getestet im Sommer 2012 eine Unterstützungszone, beziehungsweise hier getestet und zuletzt dann vielmehr hier im September 2014. Dann gab es eben hier den sauberen Ausbruch im laufenden Handelsjahr und nun, Sie sehen es, hier die aktuelle Wochenkerze. Wir sind hier auf Jahrestiefsniveaus, also auf Mehrjahrestiefs. Und wo ist jetzt hier der Boden? Da muss man schon sehr weit zurückscrollen und wenn man das Paar hier in Augenschein nimmt unter großer Perspektive, dann wird klar, dass hier erst im Bereich 0,70 mit einer rein technischen Erholungsbewegung oder einem Boden mehr oder weniger zu rechnen ist. Vorher wäre hier einzig diese Stauzone um 0,72, 0,7150 eine mögliche Zone, aber rein technisch lässt sich hier vielmehr dieses Niveau ableiten, das sich hier knapp um 0,70 eben befindet. Da ist auch eine runde Hausnummer zu finden. Das ist an den Märkten sowieso immer gern gesehen und beliebt. Aber das muss man hier unter mittelfristigen Punkten als nächstes Korrekturziel definitiv in Augenschein nehmen. Also kurzfristige Erholungen würden sich hier unter großer Perspektive sicherlich nur als Short-Einladung anbieten. Schauen wir uns mal an, Tagesschart, na klar, wenn wir im Wochenchart auf Abwärtsebene sind und das ist genau das, was ein Trendfolger praktisch sucht. Saubere Abwärtsimpulse. Hier auch im Tagesschart zunächst oder besser gesagt vor kurzem erst mit einer bärischen Flagge hier sehr schön skizzierbar. Also hier praktisch ein korrektiver Aufwärtsimpuls innerhalb dieses Abwärtstrends. Und jetzt eben hier mit neuen Tiefs lässt sich eben jetzt sagen, es dürfte weiter abwärts gehen. Wir haben auch unter Rainbow-Gesichtspunkten ganz klare Abwärtstrendstrukturen. Das ist wenig überraschend. Wenn wir jetzt hier einfach mal im Tagesschart zum Beispiel den Rainbow anhand von Guidance auflegen, dann sehen Sie auch sehr schön, wie sich das hier in dieser ja sehr aufgefächerten Rainbow-Struktur darstellt. Das bedeutet zum einen, dass das Momentum stark ist und dass wir das Währungspaar direkt weiter durchsacken kann, aber andererseits auch, dass hier temporäre Erholungsbewegungen durchaus interessante Shortmöglichkeiten wären. Und da bietet sich zum Beispiel, wenn man hier diesen Widerstandsbereich sieht, um 0,7470, 0,7450, der bietet sich auf Tagesbasis durchaus an. Wenn man denn eine Erholung shorten wollte, also eine Erholung verkaufen möchte, dann wäre dies hier sicherlich ein sehr, sehr signifikanter Bereich, in dem man aufpassen sollte, dass wenn das Währungspaar sich dorthin erholt, dort möglicherweise ein Short-Engagement ganz interessant erscheinen könnte, im Sinne dann eben neuer Tiefs mittelfristig gesehen in Richtung 0,70. Gehen wir aber mal auf den Tagesschart. Das Paar oder das Währungspaar selber hat hier speziell heute bislang bescheidene 18 Pips zurückgelegt. Das ist recht wenig. Jetzt mal hier reinzoomen in den Chartverlauf. Notieren ja nahe des gestrigen Tagestiefs, beziehungsweise sind hier mehr oder weniger gerade daran. Hier das gestrige Tief von 18 Uhr, das war 0,7326, genau da sind wir gerade. Und jetzt darf man natürlich davon ausgehen, wenn wir hier weitere Tagestiefs machen, dass das nächste Level hier 0,7305 als nächste Zielzone anhand dieser Pivotpunktprojektion im Sinne des Support-Levels 1 definitiv zu finden wäre. Das Währungspaar selber bewegt sich im Schnitt um die 60 Pips am Tag, gerade 18 zurückgelegt soll, heißt, wir haben hier sicherlich nochmal das Zweifache an Potenzial. Das dürfte dann sogar im Ausdehnungsfall hier Niveaus Richtung Support Level 2,0,7276 zulassen. Rein technisch wäre dies möglich. Allerdings sollte das Währungspaar dazu keine neuen Tageshochs machen. Da wird nämlich deutlich, wenn wir uns hier im Stundenchart ein Stück weit zurückzoomen, dass wir hier ein Widerstandslevel haben, eine relativ breite Widerstandszone. Ja, hier herrührend aus dem Tief vom 18.2., dann hier die Spikes nach unten 20.2 und dann hier eben
vom gestrigen Tag die kleine Stauzone am Nachmittag. Das ist hier ein Level. Obacht geben für alle die, die hier, sage ich mal, einen Counter-Trend-Ansatz suchen oder auch hier eine mögliche Erholungsbewegung longen wollen, wären hier Preise über 0,7350 interessant. Insbesondere, das ist ganz klar, oberhalb des Pivot Points 0,7355 ist hier eine Hausmarke, die sicherlich dann, wenn es zu einem Preis drüber kommt, zu einem Anstieg darüber, dann sicherlich kurzfristige Fortsetzungserholungsimpulse initiieren dürfte. Man darf mal gespannt sein, ob der Markt tatsächlich die Kraft hat, das zu vollziehen. Sieht er nicht so aus. Der Euro gegenüber dem britischen Pfund dürfte hier spätestens bei 0,7345, 0,7342 ja, schwerlich haben, hier Luft zu holen nach oben. Also insofern bleibt hier sicherlich das ein oder andere Engagement für den heutigen Tag von Erfolg gekrönt. Man muss natürlich sehen, wie die Tendenzen noch kommen. Ich will gerade noch mal einen Blick auf die Wochentagsstatistik werfen für Sie, und zwar zeigt sich hier der Dienstag mit einer schwachen Tendenz, bescheiden schwach in Anführungszeichen. 49% ist natürlich hier keine Hausnummer, wie zum Beispiel der Donnerstag mit 35% negativer Schlusspreise. Das ist eine sehr, sehr interessante Hausnummer, um hier sozusagen short zu gehen in Trendrichtung. An einem schwachen Handelstag ist das eine sehr, sehr schöne Voraussetzung, hier eben solche Engagements zu suchen. Heute eher marginal, fast schon neutral der Tag selbst, und da wollen wir doch mal sehen, ob da wenigstens noch ein bisschen Spannung in das Paar reinkommt. Die durchschnittliche Pip-Range verspricht in jedem Falle noch Potenzial. Wie gesagt, das Zweifache dürfte uns noch bevorstehen. Insofern mal Obacht geben, was da noch passiert. Ich sage an dieser Stelle schon wieder danke fürs heutige Devisenradar. Das war's in aller Kürze und Würze. Morgen, wenn Sie wollen, natürlich 9:30 Uhr das nächste mit dem nächsten möglichen interessanten Währungspaar. In diesem Zusammenhang noch einen schönen Handelstag für Sie. Ich sage Tschüss und bis bald.